Ein Film hinterlässt seine Spuren. Saturday Night Fever in Berlins Großraumdiskothek Big Eden. Die Popzeitschrift Rocky forderte zum Wettbewerb auf. Wer tanzt wie John Travolta? Wochen zuvor fanden in mehreren Städten die Ausscheidungstänze statt. 16 Teilnehmer wurden dann zum Endkampf nach Berlin eingeladen, kostenlos. Ich heiße Dirk Kader, wohne in Leverkusen-Rheindorf und arbeite im großen Chemieunternehmen als Bürokaufmann, bin ich im dritten Lehrjahr. Meine Hobbys sind Filmen, Fotografieren, gute Kleider kaufen und tanzen. Ich heiße Ute Köln, ich wohne in Leverkusen-Rheindorf. Ich arbeite in einer Jeansboutique, habe da meine Lehre gemacht. Meine Hobbys sind Tanzen, Schwimmen und Lesen. Seine Freundin? Bitte nein. Wer hat euch kennengelernt? Oh, wir kennen uns schon 2 Jahre jetzt, alte Schulfreundin von mir. Wie lange habt ihr trainiert? Trainiert, ja, wir tanzen zusammen schon seit einem Jahr und trainiert haben wir eigentlich gar nicht. Wie hat das angefangen? Angefangen hat das durch, ja, eigentlich haben uns andere motiviert, haben es gesehen, wollten es auch können und da waren welche, haben wirklich ganz toll getanzt, haben wir es auch versucht. Hat ganz gut geklappt. Fühlt ihr euch vermarktet? Vermarktet fühle ich mich nicht, ne? Ich mache es ja aus Freizeit, hat Spaß. Was erhoffst du dir jetzt für heute Abend? Ja, dass ich gewinne. Die Teilnehmer sind im Durchschnitt 17 Jahre alt, gehen noch zur Schule oder in die Lehre. Von der Musikzeitschrift wird der Travolta-Kult geschickt ausgenutzt. Auch dieser Tanzwettbewerb steigert natürlich den Umsatz. Diskothekenmanager und Musikzeitschriften, Platten- und Modeproduzenten halten das Geschäft fest im Griff. Die Tanzschulen sind wieder überlaufen. Ich heiße Antonio Canadas aus Köln und nehme an der Endausscheidung im Tanzwettbewerb Wer tanzt wie John Travolta mit. Was machst du sonst? Ja, ich bin noch Schüler, gehe also nicht arbeiten und habe ein eigenes Zimmer. Ja, was bedeutet es für dich, zu tanzen? Zu tanzen ist für mich ziemlich viel sogar. Es ist ein Gefühl der Entspannung, des Freiseins. Man ist ein ganz anderer Mensch, wenn man tanzt. Anerkennung? Man vergisst so ziemlich alles um sich herum. Und wann hast du angefangen? Vor einem Jahr circa habe ich angefangen zu tanzen, überhaupt. Und was versprichst du dir jetzt davon? Naja, ich hoffe, dass ich etwas Erfolg haben werde. Das ist ja nun schon ein kleiner Anfang und ich habe schon etwas anderes angeboten gekriegt. Es soll ein Film in Hamburg gedreht werden, wo ich eventuell mitwirken werde. Dann noch eine Frage. Ja, laufen lassen. Fühlst du dich jetzt nicht vermarktet? Andere verdienen Geld mit dir. Och, nein, mir macht es Spaß. Ich tanze gerne und warum soll ich den Leuten nicht zeigen, was ich kann? Ich meine, es ist nicht viel, aber das bisschen was ich kann, das kann ich den Leuten doch ruhig zeigen, warum nicht? Anerkennung in der Diskothek und anderswo nicht? Anderswo selten oder kaum. Also weder Schule noch bei den Eltern oder so. Meistens eben nur in der Diskothek. Jeder Jugendliche darf Travolta sein. Das Vorbild wird kopiert. Seine Nachahmer kommen teilweise wie er aus kleinbürgerlichen Verhältnissen und hier haben sie die Chance, einmal als Disco-Sieger gefeiert zu werden. Durch ihren Tanz werden sie anerkannt und natürlich auch ein bisschen bewundert. Nach 2,5 Tanzminuten urteilt die Jury, zusammengesetzt aus Schlagerprominenz und Musikredakteuren. Bronzemedaille für Peter Strube. Peter Strube, Bronzemedaille. Peter. Hallo Peter, die Bronzemedaille für dich. Hubert Kemmler, der zweite Preis. Bedanke mich. Das hast du ganz toll gemacht. Die Silbermedaille.
30 LPs in eigener Auswahl, meine lieben Freunde. Die Goldmedaille geht an Peter Görge. Peter Görge, Kaiser! Blumen für den Sieger, Blumen für den Sieger. Applaus, meine Freunde. Also, mein Name ist Peter Görge und ich komme aus Winfeld. Das ist in der Nähe von Fulda. Was ich in der Freizeit mache, ja, meistens gehe ich abends in die Diskothek tanzen. Oder mittags lerne ich vielleicht ein bisschen für die Schule. Ich bin am Gymnasium in Hünfeld. Tja, was mache ich sonst noch so? Ich interessiere mich sehr für Motorräder, für Mädchen. Was es sonst noch so gibt, was einen interessieren könnte. Wie bist du zum Tanzen gekommen? Ja, also ich war dreimal in dem Film, Saturday Night Fever, in Fulda drin. Und das hat mir so gefallen und da habe ich eben gedacht, Mann, warum sollst du nicht mal so tanzen versuchen? Das macht Spaß und so. Was bringt es dir? Was? Was bringt es dir, das Tanzen? Also, ich meine, es macht mir nur Spaß und so. Und seit ich da in Schrecksbach war, habe ich natürlich gedacht, klasse, du kannst tanzen und so, ne? Wo ich da gewonnen hatte, ich habe gemerkt, du kannst einiges und so. Ist dir eigentlich klar, dass du da in eine Masche mit hineingespannt wirst? Was für eine Masche? Wieso soll ich in eine Masche eingespannt werden? Mir macht das Spaß. Ich mache das nicht, weil andere Leute das sagen. Wie lange hast du geübt? Also, seit ich da in Schrecksbach gewonnen hatte, seit ich gewusst habe, dass ich hierher fahre. Wie lange? Anderthalb Monate, allen anderthalb Monate. Am Tag? Fast jeden Tag, wenn es ging. Daheim bei uns oder abends bin ich in die Diskotheken gefahren und da getanzt. Noch nicht so wie hier, aber eben so ein bisschen geübt. Aber ich habe immer gedacht, wenn du nicht Erster wirst, dann hast du hier verloren. Also ich wollte Erster werden. Wenn ich nicht Erster geworden wäre, wäre ich enttäuscht gewesen. Peter Bergel, 16 Jahre alt, beim Siegestanz. Der Dank des Veranstalters, seine Reise nach New York, 1000 Mark Taschengeld und Küsschen von Miss Berlin.